und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ich bin nicht alleine. Ich bin gerade mal wieder hier mit meinem Kleinen und meiner Mom. Und ja, sagt Hallo. Naja, also er ist hochgegangen und hat Männchen gemacht. Das zählt als Hallo, auch wenn ihr ihn nicht sehen konntet. Er ist im anderen Eck. Ja, heute ist Freitag und heute habe ich mal wieder, ja, also meine Mom hat sich gerade ein neues Hemd bestellt. Eigentlich waren es eher so zwei Jackhemden. Also nicht aus Jack, aber so Jacke und Hemd zugleich. Aber so eine Jacke, die sehr dünn ist, die man aufmachen kann mit Reißverschluss, die man auch als Hemd tragen kann. Und ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich jetzt weiter versuche, das Ding jetzt zu erklären. Ja, und auf jeden Fall war es dann so, dass sie sich das bestellt hat. Und dann hat sie da die Verpackung eben, wo es damit angekommen ist, hat sie mich darum gebeten, ich möge es doch vor die Türe bringen. Und so erhob ich mich vor meinem Stuhl und ging vor die Tür und brachte es raus. Und da war noch ein anderer Reststrahl weg. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich soll doch bitte den anderen Reststrahl noch reintun. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich mir so vorgestellt, und jetzt, während ich hier so draußen rumhänge, geht eine mini kleine Spinne mit einem ganz dünnen Faden langsam runter in mein Genick. Und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich spinnt man. Eigentlich ist die Chance, dass das jetzt passiert, sehr gering. Aber irgendwie konnte ich nicht umhin gekommen, mir das dann vorzustellen. Aber ich habe es richtig bildlich vor den Augen. Und was machen ihr beide? Okay, entschuldigt. Ja, und dann ist mir eingefallen, so, das habe ich, also sowas hat man öfter, zum Beispiel also vor ein paar Wochen hat dieser kleine Wurstli hier, den ihr jetzt gerade im Abgang seht, jetzt kriege ich den Schmollblick, den kriege ich jetzt die nächsten 3 Stunden, ich sehe es schon, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall hat dieser kleine Wurstli, er hat einen unglaublichen Klofetisch. Der fährt irgendwie auf unsere Toilette ab. Ich weiß nicht, was das ist, aber ekliger Fakt an das eklige Info am Rande, der schlägt auch immer unsere Toilette ab. Und der versucht da immer reinzuhüpfen. Und habe ich zur Mama vor ein paar Wochen mal gesagt, ich sehe es schon kommen, irgendwann hüpft er in die Toilette rein. Und dann hockt er da in diesem Toilettending, versucht rauszukommen, dreht sich um, geht in die Röhre rein und erstickt in der Röhre. Und dann können wir nie wieder Klo spielen, wenn Leo da dazwischen hockt und er trinkt. Und irgendwie habe ich manchmal so Tage, an denen ich mir solche furchtbaren Horrorszenarien ausdenke. Und ja, eine Tante von mir, die auch einen Therapeuten hat, die hat damals, ja, mein Gott, haben halt mehrere in unserer Familie, ist halt so, die gucken mich nicht immer an. Ne? Man muss ja nicht immer gleich irre sein, um zu Therapeuten zu gehen. Manche Leute gehen auch einfach so prophylaktisch hin, schon davon gehört. Entschuldigung. Auf jeden Fall, diese Tante, Bekannte, wie auch immer, für mich eher entfernte Bekannte, für meine Mutter Tante, weiß der Geier wie rum, egal. Die hat mir damals erzählt, als sie ihrem Therapeuten erzählt hat, dass sie solche Gedankengänge hat manchmal, dass der zu ihr gesagt hat, oder wenn man sich zu sehr auf etwas fixiert und dann in so eine endlose, hyperaktive Schleife gerät, dass man dann einfach mal sagen, dass man dann zum Beispiel sich das Wort doof reden soll. Man sollte sich die Angst einfach doof reden. Also es klingt jetzt total bescheuert, weil das irgendwie so... Aber wenn man zum Beispiel so furchtbare Angst hat davor, dass der Hase ins Klo springt, dann springt der Hase nicht ins Klo, sondern in ein riesengroßes Becken voll mit Blumen. Und dann knabbert er Blumen und dann knabbert er so lange Blumen, bis er auf einem... Nee, das ist ja schon wieder negativ. Bis er auf einem Regenbogen davon rennt. Und dann erschöpft in seinem Stall liegt und freudig ist. Einfach sich die Geschichte umschreiben, zum einen, aber eben auch, wenn es nur ein Wort ist, zum Beispiel, ich habe Angst vor rausgehen, dann ist doof für doofen. Sowas wie zum Beispiel, ich will nicht blausen, 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 bis man mit dem Lachen anfangen muss.
weil das dann wohl schon helfen soll. Also ich habe es damals probiert, weil ich hatte nach meiner Zahn-OP, die ist ewig her, hatte ich furchtbare Angst davor, dass ich todkrank werden könnte, weil ich gedacht habe, nochmal so eine OP überstehe ich nicht. Ich meine, dieses ganze Blut abnehmen, Narkose und so weiter, ich habe Schiss gehabt. Dazu mache ich euch auch mal ein extra Video. Das Thema mit mir und meiner Zahn-OP, glaubt mir, wird kein lustiges Video. Für mich, für euch vielleicht. Und da hat dann meine Tante mir zum ersten Mal diesen Tipp gegeben, nämlich ich hatte damals Angst, dass ich irgendwas in den Zähnen habe. Und dann hat sie mir gesagt, dann rät dir die Zähne dusselig. Und ich habe das dann angefangen und ich muss sagen, wenn ich so extrem in dieser Angstschleife oder in diesen Panikschleifen oder in diesen Schleifen von Unruhe drin war, hat es tatsächlich oft geholfen, dann einfach solche Sachen zu machen und zu aufzuhören und zu sagen, ja, es sind keine Zähne, es sind Bähne, sondern Fähne, es sind Bähne, es sind Dänen. Und dann habe ich mir überlegt, was habe ich mit Dänen im Mund? Und dann habe ich über was anderes nachgedacht. Und manchmal hilft das wirklich unglaublich. Und manchmal hilft es dann auch für Leute, die jetzt nicht selbst betroffen sind, wenn man merkt, dass jemand in so einer Schleife gefangen ist, ey, nicht am Teppich kratzen. Schluss. Wenn man merkt, dass jemand in so einer Schleife gefangen ist, ihm einfach auch mal rauszureißen. Und ich habe, also wo ich Mutti immer am Schlagen könnte, ist, sie versucht es dann immer, indem sie dagegen redet. Dagegen, dagegen, dagegen. Aber ich weiß, ich hatte mal so eine richtig fiese Sorgenanfall und da war meine große Schwester dabei. Und dann hat sie mich einfach die ganze Zeit gefragt, und was dann? Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber in dem Moment hat sie mich, ich habe mir die schlimmsten Szenarien ausgedacht, und dann hat sie mich gefragt, und was dann? Und was dann? Und irgendwann kam dann einfach nichts mehr. Dann war dieses und was dann weg. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, ich glaube nicht, dass wenn ich eine 6 in Mathe habe, dass ich dann plötzlich mitten in einem Weltuntergangsszenario hocke. Und dass ich dann, ey, wir können aber auch nicht rammen. Also weißt du. Ja, da muss man auch nicht so unschuldig gucken. Ja, und dann, als ich so drüber nachgedacht habe, dass es nicht möglich ist, dass plötzlich eine Atombombe einschlägt, bloß weil ich eine 6 in Mathe schreibe. Da ist mir dann bewusst geworden, wie albern der Gedanke war. Und dann hatte ich irgendwie dann auch keine Angst mehr. Also manchmal hilft es, dagegen zu reden. Nicht immer. Nicht immer, um auch euch noch diesen Ding zu sagen. Und manchmal hilft es einfach nur dem anderen, diese Angst bis zum letzten geht nicht mehr ausspinnen zu lassen. Und ja, dann irgendwann wird er auch ruhiger. So. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute so erzählen wollte. So diese komische Spinnerei, die man manchmal im Kopf hat und so ein paar kleine Tricks, was dagegen helfen kann. Weil ich glaube jetzt nicht, also mir ist keine Spinne in den Nacken geflogen und nur weil mir vor 5, 6 Jahren mal eine Spinne vom Bett runtergekommen ist, heißt das nicht, dass es jemals wieder passiert. So, was aber jetzt wirklich jedes Mal passiert ist, wenn du weitermachst, dass du jetzt in deinen Stall kommst. Und das ist kein schlechtes Endzeit-Szenario, sondern das ist die Realität. Also, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schreibt mir gerne auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich werde mich jetzt um meinen kleinen Terrorhasen hier kümmern. Ja, man merkt gar nicht, dass du bald ein Jahr alt wirst. Du bist immer noch genauso frech wie mit 6 Monaten. Und ja, ich wünsche euch, dass ihr euch jetzt nicht mit diesem kleinen Bärchen hier abgeben müsst, obwohl eigentlich ja schon. Weil auf den kleinen, der ist einfach nur süß. Ey, jetzt reicht's. Also dann, ich muss weg. Ich muss jetzt meinen Hasen in seinen Stall bringen oder zumindest bespaßen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao.